Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Wisst ihr, was langweilig ist? Immer ein und dasselbe zu machen. Und immer ein und dasselbe Setting. Ein und dieselbe Einstellung Videos. Und deswegen heute mal ein bisschen anderes Video. Naja, um ehrlich zu sein, so viel anders wird das Video gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, die ganzen letzten Videos habe ich gefühlt immer in meiner Bude gemacht. Ja, immer in dem Büro, in dem Esszimmer, in der Küche. Das, was ihr halt irgendwie kennt. Und ich wollte heute einfach mal wieder so ein bisschen den Vlog-Style raushauen. Es geht aber natürlich trotzdem um mein Diät-Tagebuch. Erstes Fazit, ja, Diät läuft. Aber Feiertage sind nicht so richtig zuträglich für eine progressive und gute Diät. Ein Brokkoli und ein Bund Möhren. Entschuldigung. Yeah. Bisschen genuschelt. Dankeschön, das passt. Dankeschön. Und einmal ruhig mal. Danke, tschüss. Ja, das kommt jetzt natürlich auch nicht so richtig überraschend, ne? Auch für mich nicht. Ich hatte erst überlegt, das Ganze im Januar zu starten, die Diät. Und dann dachte ich mir im Dezember, ach, weißt du was, dann sind halt die Feiertage dazwischen. Ist egal, das kannst du ja alles irgendwie einplanen. Und im Prinzip habe ich auch genau das gemacht. Also ich habe... Was fällt ihm eigentlich ein, hier am Freitagvormittag zu arbeiten? Ich habe genau das gemacht. Also ich habe zum Beispiel am 24. morgens nur eine Portion Quark gegessen, anstatt Quark mit Haferflocken und so weiter und so fort. Ja, also ich habe einfach auf die Makros geguckt und ich habe auch am Ende des Tages einfach drauf geschissen, um ehrlich zu sein. Also 24., 25., 26., 27. auch, da war ich nämlich saufen. Das muss man einfach mal so sagen. Mit den Jungs, das mache ich seit 7, 8 Jahren, immer am 27. Und da muss man dann auch mal 5 gerade sein lassen und da zählt dann auch Bier nicht. Ja, das hat dann auch einfach keine Kalorien an dem Abend. Und fatal ist natürlich dann, dass auch der 28. danach läuft, wie er läuft. Ja? Keine Bewegung, McDonald's gefressen. Das war's. Entspannen. Aber mal ehrlich, das ist auch okay. Ja, also ich habe ja gesagt, ich starte die Diät am 1.12. und ich habe das mit eingepreist sozusagen und dass mich das Ganze dann am Ende des Tages 3, 4, 5, 6 Tage kosten wird, ja, so what, ist halt so. Worauf ich aber noch eingehen wollte in diesem Video ist folgendes, nämlich das Thema des richtigen Wiegens. Und jetzt werden sich viele sagen, Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, das weiß man doch, das kennt man doch, das musst du nicht erzählen. Ja doch, dachte ich mir aber schon, aus... ja, sagen wir mal Gründen. Die Person, die ich meine, weiß, wenn sie gemeint ist, wenn sie dieses Video schaut. Und zwar richtiges Wiegen im Rahmen einer Diät, beziehungsweise generell während, ja, ich sag mal, während einer Zeit, wo man wissen möchte, was wiege ich eigentlich und was sind die Typen an Wiegen. Also richtiges Wiegen mal so ganz kurz und knapp erklärt. Erstens, möglichst immer zum gleichen Zeitpunkt und möglichst immer nüchtern wiegen. Das heißt, morgens, nachdem du irgendwie das erste Mal im Bad warst. Ja, weil das macht natürlich Gewicht aus, wenn man sich entleert, erleichtert, wie auch immer man das sagen möchte. Und dann gibt es einen Faktor, der ist mindestens genauso wichtig, nämlich der, dass man sich kontinuierlich wiegt. Warum? Passt mal auf. Ich habe Anfang der Woche... Trotz dessen, dass die Feiertage ja, ne, ich nicht getrackt habe, habe ich, ich glaube, 93 gewogen oder 93,1, 92, ich weiß nicht mehr. Irgendwo roundabout 93. So, und dann habe ich die Tage über, weiß nicht, 26 normal gegessen. 27 war ja besagter Feierabend, also feiern mit den Jungs Abend. Und ich habe am Tag darauf, trotz dessen, dass ich den Tag über wenig bis gar nichts gegessen habe, 95 gewogen. 95, 2 Kilo mehr. Habe ich 2 Kilo jetzt an Masse zu mir genommen? Nein. Habe ich 2 Kilo mehr an Flüssigkeit in mir gehabt? Nein, weil wenn man viel Bier trinkt, ist man ja auch 30 Mal ja, auf Toilette sozusagen. Also, was will ich damit sagen? Ich wollte es kurz und knapp erklären. Ne? Naja, ihr müsst euch kontinuierlich wiegen und dann einen Durchschnitt nehmen. Zum Beispiel montags bis sonntags jeden Morgen
nach dem Gang ins Badezimmer wiegen. Zahl aufschreiben, in euer Handy eingeben, whatever. Und davon den Mittelwert nehmen. Und dann kommt irgendwie ein Mittelwert raus über diese Woche. Und das ist das, was ihr wiegt. Ihr wiegt nicht das, was ihr am Dienstagmorgen um 9 wiegt. Oder am Donnerstagabend um 18.30 Uhr. Ihr wiegt das, was ihr über einen gewissen Zeitraum, wie zum Beispiel eine Woche, im Mittel wiegt. Und nur dann könnt ihr auch Entwicklung sehen. Easy as that. Und jetzt geht's noch ein bisschen lecker Fleisch kaufen. Eine kleine Sache vielleicht noch und dann gehen wir wirklich geiles Fleisch kaufen. Nicht zu meinem Standard-Meal hier in der Diät, da komme ich vielleicht nochmal was anderes zu, sondern zum Thema Gewicht von eben nochmal zum Thema Wiegen. Falls du dich jetzt fragst, naja, aber wenn 95 auf der Waage steht, wiegst du ja auch zu dem Zeitpunkt 95. Das ist natürlich vollkommen richtig. Bin ich überhaupt im Bild? Ja. Das ist natürlich vollkommen richtig. Aber ich wollte ganz kurz noch darauf eingehen, wie denn diese Gewichtsunterschiede zustande kommen können, wenn du dich das fragst, wie du von einem auf den anderen Tag auf einmal bummelig 2 Kilo mehr wiegen kannst. Es gibt so viele Faktoren, die darauf Einfluss nehmen. Die Schlafdauer, die Schlafqualität, dein Stresslevel, die Menge an Salz, die du am Vortag konsumiert hast, die Menge an Flüssigkeit, die du am Vortag zu dir genommen hast, die Art und Weise, wie dein Körper aufgrund all dieser Faktoren Wasser zum Beispiel einlagert. Ja, das ist ja auch der Grund, warum am Anfang einer Diät der erste Gewichtsdrop so schnell und so groß ausfällt, weil erstmal das überschüssige Wasser, was irgendwie drin ist, das wird erstmal rausgeschwemmt. Ja, und deswegen, wenn du dich fragst, na gestern habe ich 93, heute wiege ich 95, wie kann das denn sein? Durch die ganzen Einflussfaktoren und dadurch, dass dein Körper einfach super viel einlagert. Jetzt gibt's kurz Mittag und dann geht's wirklich, wirklich leckeres Fleisch holen. Also bleib dran. Wir sind hier jetzt im schönen und beschaulichen kleinen Flottbek im Hamburger Westen in den Elbvororten. Hier in der Gegend bin ich früher aufgewachsen, naja nicht ganz direkt hier, aber hier in der Nähe. Und wir treffen jetzt jemanden und mit dem gehen wir zum Schlachter. Moin Meite. Was geht ab, Leute? So, wo wollen wir zuerst hin? In die Metro. In die Metro. Ich habe noch keine Metrokarte, vielleicht hole ich mir heute. Nein, ich habe keinen Handelsregisterauszug mit. Hast du den nicht vielleicht digital? Vielleicht habe ich ihn irgendwo digital, das könnte sein, ja. Oh, ein Feini. Ja, erst in die Metro und dann wollen wir noch zu Dreimanns. Bio Dreimanns, das ist ein bisschen dunkel hier, oder? Zu Bio Dreimanns nach Eppendorf. Ein Metzger, Schlachter, was ist eigentlich richtig? Sagt man Metzger oder Schlachter? Das sind schon Metzger, glaube ich. Fleischveredler. Ich glaube, die nennen sich selber Metzger. Naja, jedenfalls wollen wir dahin und uns den Laden dort mal anschauen. Ich weiß nicht, ob ich da filmen darf, ehrlich gesagt. Aber wir werden sehen. Es gilt also, gutes Fleisch zu kaufen. Let's go. Ja, und da waren wir in der Löwenstraße bei Bio Dreimann. Dreimanns, Metzgerei Dreimann, wie auch immer. Noch ein bisschen Raclette-Fleisch geholt für morgen. Bisschen Rinderfilet und bisschen Rinderhüfte. Und ich habe noch was geholt und zwar die geheime Zutat für mein Go-To-Meal während der Diät. Aber das seht ihr erst im nächsten Video. Und deswegen sage ich, besten Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Video. Guten Rutsch. Hau rein.